Inwiefern ist die Stimmung bei euch aktuell eine andere jetzt mit dem Sieg aus Braunschweig im Rücken? Also ich glaube, dass bei jedem St. Paulianer, der am Montag in die Arbeit ist oder wie wir dann am Montag wieder zum ersten Training der Woche, ein sehr gutes Gefühl hatten. Es ist immer nach Siegen, da fällt es einem immer ein bisschen leichter wieder in den Alltag zu finden als nach Niederlagen, das ist ganz klar. Natürlich ist es schön für uns, dass sich dadurch die Situation etwas verbessert hat, aber die Situation bleibt natürlich noch angespannt mit dem letzten Tabellenplatz. Also in den Köpfen ist auf jeden Fall, dass wir zu Hause auch mal wieder gewinnen möchten und mit den Heimfans so feiern wollen. Das ist natürlich das, was so ein bisschen, ja klar, ist so ein bisschen drin. Ich glaube, viel eher ist im Kopf, dass wir auswärts sehr erfolgreich mittlerweile spielen. Das ist das, was hängen geblieben ist, was nachhaltig nach Braunschweig hängen geblieben ist. Aber trotzdem wollen wir den Fans hier einen Heimsieg präsentieren und ja, endlich mal auch wieder mit den Jungs hier feiern, klar.